Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute mit dem Thema Robotic Process Automation mit unseren beiden Referenten Markus Schäfer und Alexander Gerlich. Mein Name ist Ina Pollack, ich arbeite bei MHP und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Bevor wir eintauchen in die Welt der Software-Robots, noch ein paar Hinweise. Ihre Mikrofone sind aus technischen Gründen auf stumm geschalten. Während und nach dem Vortrag haben Sie gerne die Möglichkeit, Fragen an unsere Referenten zu stellen. Ich werde sie dann anonym vorlesen und die Referenten werden sie beantworten. Die Unterlagen finden Sie in den kommenden Tagen auf SlideShare und auch im Videomitschnitt finden Sie in den nächsten Tagen auf YouTube. Ich möchte dann gerne noch auf unsere kommenden Deep Dives im Februar aufmerksam machen. Und zwar nächste Woche am 21. mit dem Thema Finance Readiness im Rahmen der Digitalisierung. Und zwar diesmal schon um 9.30 Uhr. Das ist jetzt der Ersatztermin, weil der ursprüngliche krankheitsbedingt verschoben wurde. Dann ebenfalls am 21. mit dem Thema assoziative Datenanalyse mit Klick um 11 Uhr. Und die Woche drauf, am 28.02. mit dem Thema User-Centered Design. Dann können wir loslegen und ich übergebe das Wort an unsere Referenten. Ja, guten Morgen, mein Name ist Markus Schäfer, bin bei MHP für das Thema Robotic Process Automation verantwortlich. Bin seit roundabout 4 Jahren bei MHP, habe dort verschiedene Rollen schon übernommen und kümmere mich jetzt seit einem guten Jahr um das Thema und ich freue mich, die nächsten 20 Minuten Sie begleiten zu dürfen. Ja, hallo auch von meiner Seite, Alexander Gerlich mein Name. Ich bin seit knapp 3,5 Jahren in dem Thema Robotic Process Automation unterwegs. Dort mit unterschiedlichen Plattformen als Entwickler, als Solution Architect und bis eben auch hin zum Betrieb im Application Management Bereich. Ich denke, ich habe dort ein umfassendes Portfolio, das ich mitbringe und freue mich auch, meine Erfahrungen hier mit einbringen zu können. Gut, wir haben Ihnen verschiedene Inhalte heute mitgebracht. Wir wollen uns zum einen mal unterhalten, was ist überhaupt Robotic Process Automation und was ist es nicht? Wir wollen uns auch mit unseren Kundenherausforderungen auch beschäftigen, kurz, und dazu auch eine Antwort geben, wo RPA auch unterstützen könnte. Wir wollen auch nochmal einen kurzen Überblick geben, in was für, ich sag mal, klassischen Feldern heute Robotic Process Automation unterwegs ist, aber das ist auch nur ein kleiner Spot, da gibt es noch viel, viel mehr. Wir haben zwei repräsentative Use Cases mitgebracht, die, ich sag mal, sehr anschaulich erklären, was RPA eigentlich ist und für was es steht. Wir wollen noch ganz kurz noch in unser RPA-Portfolio einsteigen, wo wir als MHP heute unterwegs sind. Und wir wollen natürlich auch abschließend nochmal auch, ja, Ihnen vermitteln, warum wir ein sehr, sehr guter Partner sind, der perfekte Partner sind für RPA-Projects. Steigen wir ein in das Thema, was ist eigentlich überhaupt Robotic Process Automation und was ist es nicht? Ich habe Ihnen mal eine Definition von Gartner mitgebracht, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Ich sage mal, in einen ganz einfachen Worten ist Robotic Process Automation, bedient sich heutiger, ich sag mal, bestehender Prozesse und anstatt einer menschlichen Interaktion, die diesen Prozess ausführt, übernimmt das ein Software-Roboter. Das heißt, wir machen keine Software-Optimierung, das heißt, wir greifen nicht in bestehende Systeme ein und optimieren diese, sondern wir nehmen diese Systeme, wie sie sind, und der Roboter, ich sag mal, agiert wie ein Mensch und orchestriert diesen Prozess wie ein Mensch, füllt Daten aus, transferiert diese Daten in andere Systeme, verschickt die Mails etc. pp. Wir gucken uns das auch gleich mal anhand dieser zwei repräsentativen Use Cases an. Und das ist auch die Abgrenzung letztendlich zu einer AI. Der Roboter führt Entscheidungen aus, die quasi antrainiert, also entwickelt, programmiert sind. Aber er lernt jetzt nicht aus Erfahrung, wie es zum Beispiel im maschinellen Lernen oder im Deep Learning Umfeld ist, sondern der Roboter agiert quasi aufgrund der Programmierung, so wie er eben dementsprechend auch eingestellt ist. Wichtig ist in dem Zusammenhang, Software-Roboter arbeiten normalerweise mit strukturierten Daten. Unstrukturierten Daten tun wir uns letztendlich schwer. Wir sind sehr stark prozessgetrieben und wir schauen natürlich auch,
Und das ist eigentlich das klassische Einfallsfeld von RPA, dass wir, ich sag mal, sogenannte Commodity-Prozesse, die sehr ressourcenintensiv heute sind, die aber getan werden müssen, aus verschiedensten Gesichtspunkten heraus, eben zu automatisieren und somit wesentlich kostengünstiger zu machen, als es heute ist. Genau, vielleicht ganz kurz auf die heutigen Kundenherausforderungen. Ich werde auch hier nicht alle durchgehen, sondern von meiner Seite auf die allerwichtigsten eingehen. Zum einen natürlich, ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, Reduzierung von Kosten. Das ist eigentlich letztendlich auch der Business Case von Robotic Process Automation. Ich kann dementsprechend hier, und das ist auch eins unserer Betätigungsfelder, wir analysieren zusammen mit unseren Kunden ihre Prozesse. Wir errechnen einen Business Case mit einem Return of Invest. Und anhand dieses Return of Invest muss letztendlich sich auch der Roboter messen lassen. Das heißt, nicht alle Prozesse im Unternehmen kommen dafür in Frage, sondern am Ende des Tages ist es ein knallharter Business Case, wo wir rechnen müssen, welches Einsparpotenzial kann der Roboter wirklich erwirtschaften. Das Thema 24/7 Erreichbarkeit, gerade im Servicebereich, ist ein sehr wichtiges Thema. Roboter haben eben keinen Urlaub, sie haben keinen 8-Stunden-Tag, sie arbeiten 24/7. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch das Thema menschliche Ressourcen, die heute ein knappes Gut geworden sind, wirklich effektiv einzusetzen und möglichst von diesem, ich sag mal, klassischen Commodity-Business wegzukommen und seine Mitarbeiter möglichst effizient einzusetzen. Und da eben kann ein Software-Roboter, ich sag mal, sehr, sehr gut unterstützen und auch einen großen Mehrwert in die Unternehmen bringen. Das sind so für mich mal so drei Schlaglichter, die ich gerne hier präsentieren wollte. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Aspekte, die ich auch Ihnen hier skizziert habe. Aber ich würde mal in Anbetracht der Zeit, würde ich mal weitergehen. Functional Areas of RPA, da gebe ich an meinen Kollegen Alexander Gerlich weiter. Ja, vielen Dank, Markus. Jetzt ist es so, dass wir im RPA-Umfeld natürlich auch schauen müssen, wo der eigentliche Hebel gefunden werden kann. Markus hat es schon gesagt, wir haben hier Commodity-Prozesse und in gewissen funktionalen Einheiten oder Areas ist das besonders der Fall. Hier auch eindeutig der Finance-Bereich, wo das RPA-Thema sehr stark auch seinen Ursprung hat im Endeffekt. Wir haben hier beispielsweise die Abrechnungsprozessierung, die entsprechenden Travel Expenses. Ich denke, wir kennen das alle aus unserem Unternehmensumfeld. Die Reisekostenabrechnung ist ein klassischer Prozess, der sehr viel manuellen Aufwand dahinter steckt und der einfach auch über Robotics oder RPA im Speziellen dann auch sehr gut automatisiert werden kann. Im IT-Umfeld, wo ich auch sehr stark meinen Hintergrund, mein Background habe, hatten wir dort zum Beispiel diese User-Registration-Prozess beim Onboarding neuer Mitarbeiter oder so klassische Passwort-Resets, die wir hier als klassische Beispiele für Commodity-Prozesse auch sehen können. Neben diesen beiden Feldern gibt es natürlich noch sehr aufwandsintensive Prozesse im HR- und im Logistikbereich. Einerseits sind wir dort auch aktuell in einem Projekt unterwegs, wo wir den Onboarding-Prozess automatisieren wollen, wo zum Beispiel die entsprechenden User oder die, wenn neue Mitarbeiter geonboardet werden, ein Personalausweis entsprechend beauftragt wird, beziehungsweise der Unternehmensausweis und ähnliche Themen, die dort einfach standardmäßig auch prozessiert werden müssen in dem Fall. Um das Ganze vielleicht ein bisschen nochmal zu konsolidieren, wichtig sind eben Prozesse, die stark regelbasiert sind. Wir sind hier mit strukturierten Daten sehr stark unterwegs, die grundsätzlich einen hohen manuellen Aufwand mit sich bringen und eben auch ein gewisses Transaktionsvolumen auch mitbringen. Das heißt, Markus hat das eingangs auch schon erwähnt, der Business Case steht hier natürlich eindeutig im Fokus und das ist auch genau der Hebel, wo wir mit RPA angreifen können. Um in der Richtung quasi auch nochmal das Ganze ein bisschen griffiger zu machen, haben wir zwei repräsentative Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist aus dem Finance- und Controlling-Bereich. Es geht um die Rechnungsabrechnung. Auf der linken Seite sieht man einmal die einzelnen Prozessschritte, die der Roboter manuell durchführt oder die vorher manuell durchgeführt wurde und die dann vom Roboter automatisiert werden. In dem Prozess geht es darum, dass er über eine definierte E-Mail-Schnittstelle getriggert wird, das heißt gestartet wird, um den Einstiegspunkt für den Prozess zu definieren. Das heißt, der Roboter nimmt die E-Mail entgegen, speichert das entsprechende PDF mit der Rechnung, liest dort die einzelnen Informationen aus, extrahiert die ganzen Informationen und konsolidiert sie auch.
Im nächsten Schritt wird dann das SAP-System gestartet, die entsprechende Transaktion aufgerufen, um dann die Informationen aus der Rechnung in das SAP-System zu übertragen. Der Prozess, so wie er manuell durchgeführt wurde, hatte eine Dauer von 15 Minuten. Ja, und den konnten wir quasi so weit zurückschrauben, diesen zeitlichen Aufwand auf 2 Minuten. Das heißt, wir sind hier nicht nur von der Qualität her auch vom Prozess, da das ein klassischer Copy-Paste-Prozess ist, um einiges besser unterwegs, sondern wir sind auch sehr viel schneller und effizienter an der Stelle. Wichtig zu erwähnen dabei ist auch, das ist uns in unserer Erfahrung dort auch aufgefallen, dass es häufig Prozesse gibt, die schlecht dokumentiert sind oder unvollständig dokumentiert sind. Das heißt, in dem Zuge haben wir auch noch zusätzlich die Möglichkeit, Prozesse zu dokumentieren und eben auch zu optimieren an der Stelle. Das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist quasi der andere Weg. Wir haben jetzt hier als Einstiegspunkt ein SAP-System. Und man sieht eben auch, dass im Gegensatz zu dem Use Case 1 wir hier auch eine manuelle Unterbrechung im Roboterablauf haben. Das heißt, grundsätzlich ist das ein Prozess, der würde als virtueller Assistent laufen können. Das heißt, dass der Prozess auf dem End-User-Client ausgeführt wird. Und das wäre dann auch im Endeffekt der Trigger für diesen Prozess. Das heißt, ich als End-User könnte den Prozess manuell starten und er unterstützt mich in meiner täglichen Arbeit. Um den Prozess hier nochmal genauer zu erläutern, was dort geschieht. Wir melden uns an dem SAP-System ein und suchen eben Vendor-Daten, KPIs, um ein gewisses Reporting daraus zu ziehen. Das heißt, nach der Anmeldung rufen wir die entsprechende Transaktion auf, extrahieren die Daten in ein gewisses Excel-Template, bauen daraus dann ein PDF-Report, um das dann an einen definierten Personenkreis über eine E-Mail-Schnittstelle zu versenden. Wichtig hierbei, wie gesagt, sind diese Unterbrechungen für einen Plausibilitätscheck. Unsere Roboter sind nicht so intelligent, um dort quasi auch einen Plausibilitätscheck der Daten durchzuführen, sondern das ist immer noch ein manueller Prozess, der von den Mitarbeitern eben oder von Sachbearbeitern entsprechend durchgeführt wird. Hier auch die Benefits, man sieht, insgesamt war das ein sehr langläufiger Prozess von 33 Minuten, den wir auf 9 Minuten inklusive dieser manuellen Tätigkeiten runterdampfen konnten, was natürlich einerseits, wie gesagt, diesen Speed-Charakter mitbringt, aber andererseits eben auch die Kosten reduziert an der Stelle. Auch hier ganz klar zu erwähnen, die Qualitätssteigerung durch die Copy-Paste-Aufträge, die dort durchgeführt werden mussten, entstehen häufig Fehler, wenn das von Hand durchgeführt wird. Das heißt, hier haben wir auch einen eindeutigen Benefit. Jetzt ist es so, dass es eine Vielzahl an Prozessen gibt, die grundsätzlich automatisiert werden können. Und die Vielzahl ist ungefähr so heterogen wie die Applikationslandschaft und der Prozesse unserer Kunden. Und damit möchte ich eigentlich auch gerne an Markus wieder übergeben, der weiter auf das RPA-Portfolio eingeht. Ja, danke Alex. Bei RPA ist es nicht damit getan, ich sag mal jetzt eine Plattform einzuführen und dann loszulegen, sondern Robotic Process Automation hat auch bestimmte Auswirkungen auf die bestehende Organisation in Ihrem Unternehmen, auf die bestehenden Prozesse und natürlich am Ende des Tages auch auf die richtige Beratung bezüglich der Einführung der Robotik-Plattform und natürlich dann am Ende des Tages auch die Entwicklung und die Wartung, der Support der Bots an sich selber. Das heißt, am Ende des Tages haben wir, ich sag mal, sehr stark fachliche Komponente, wo wir unsere Kunden unterstützen, die richtigen Use Cases zu finden, mit ihnen auch ein Assessment durchzuführen. Eignet sich dieser Prozess, eignen sich die identifizierten Prozesse für RPA, ja oder nein? Da haben wir zum Beispiel Templates für entwickelt. Wir identifizieren mit den Kunden auch die ersten Piloten. Wir legen ein T-Shirt-Sizing fest, wenn es darum geht, nachher auch letztendlich ein Verrechnungsmodell auch zu erarbeiten. Wir unterstützen unsere Kunden Richtung Business Case, wenn es darum geht, das Ganze auch mal monetär, Stichwort ROI auch zu beurteilen. Wir sind am Ende des Tages natürlich auch dann in der ganzen Begleitung unterwegs und da ist es eben sehr wichtig, da bin ich bei dem Punkt B, auch unsere Kunden da zu beraten, letztendlich die richtige Technologie-Plattformentscheidung zu treffen, weil am Ende des Tages
ist Robotic Process Automation immer verbunden auch mit einer Plattform, die ich einführe. Da sage ich nachher noch was dazu. Und am Ende des Tages, ich hatte es Ihnen auch gesagt, ist es halt auch so, dass es auch Auswirkungen auf Ihre bestehenden Prozesse und auf Ihre bestehende Organisation auch hat. Gerade dieses Thema Center of Excellence oder Competence Center Gedanke ist dort ein sehr wichtiges Thema, weil eben auch RPA in vielen Unternehmen dazu auch genutzt wird, dieses, ich sag mal, Silo-Denken von Fachbereich und IT auch ein Stück weit aufzubrechen und letztendlich auch dieses Einführung dieses RPA-Themas dann auch dazu zu nutzen, ich sag mal, in virtuellen Organisationen, in agilen Organisationen stärker auch zu denken. Und nichts anderes ist nachher letztendlich ein Competence Center. Wir unterstützen auch bei dem ganzen Thema Communication und Change Management, weil, das ist unsere Erfahrung, RPA ist halt auch ein Thema, was am Ende des Tages auch durch den Betriebsrat muss. Es ist ein Thema, was auch Ängste schürt. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir auch mit den richtigen Stakeholder zum richtigen Zeitpunkt sprechen, dass wir ein vernünftiges Kommunikationsmodell haben und dass wir nötig auch ein Change Management mit aufsetzen, um eben, ich sag mal, auch falsche Ängste von vornherein auch zu mildern oder komplett auch wegzuwischen, weil ich glaube, es ist eben kein Thema, was Ängste schüren soll, sondern eher Chancen vermitteln soll. Und dann komme ich eigentlich schon zu unserer letzten Folie. Warum sind wir eigentlich der perfekte Partner, um RPA-Projekte zu machen? Ich will eigentlich nur auf zwei Aspekte eingehen, die mir besonders wichtig sind. Das eine ist so ein bisschen dieses End-to-End-Consulting-Gedanke. Den hatte ich Ihnen gerade schon aufgezeigt im Rahmen unseres Portfolios. Es geht eben nicht darum, nur eine Plattform einzuführen und Bots zu bauen, sondern es geht um die Prozesse, es geht um das Thema Governance, es geht um das Thema die richtigen Piloten, die richtigen Prozesse zu finden, im frühen Stadium dafür auch beraten zu werden. Es geht darum, die richtige Plattformentscheidung zu fällen. Und dafür sind wir eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, fachlich wie technologisch. Und der zweite Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, weil ich es Ihnen auch gesagt habe, im Rahmen der Plattformentscheidung, Stichwort Portfolio, wir arbeiten mit den führenden RPA-Herstellern heute zusammen. Und wer sich mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß, dass es da 3 bis 4 gibt, mit denen man sich auch letztendlich ernsthaft auseinandersetzen muss. Das sind alles Partner, mit denen wir seit längerer Zeit schon auch zusammenarbeiten, konkret auch in Projekten zusammengearbeitet haben und können da eben auch unterstützen, wenn es darum geht, den richtigen Partner für die richtigen Prozesse auch und für das richtige Unternehmen zu finden. Gerade RPA, der Alex hat es gesagt, im Rahmen dieser beiden Use Cases eben auch sehr, es hat sehr viel SAP-Prozesse auch, ja, weil einfach im Finance-Controlling, im HR-Umfeld eben SAP eins der wichtigsten Anwendungen ist. Das heißt, ich muss dann schon auch im Rahmen der Auswahl eines Plattformherstellers darauf achten, wie SAP-lastig sind meine Prozesse, brauche ich hier ein RPA-Tool Richtung meiner ganzen SAP-Prozesse oder ist das Thema Non-SAP genauso wichtig? Und das sind genau die Dinge, wo wir eben sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Damit wäre ich durch von meiner Seite und würde mal auf die nächste Folie springen. Und wir kommen, glaube ich, jetzt zum Schlussteil. Ganz genau. Ja, vielen Dank an Markus und an Alexander und natürlich auch ein Dankeschön an all unsere Teilnehmer. Falls im Nachgang noch weitere Fragen aufkommen, dann können Sie sich gerne auch direkt an unsere Referenten wenden. Dann möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen und auf unsere kommenden Deep Dives hinweisen jetzt im Februar. Und zwar, wir haben ja nächste Woche gleich 2 Themen. Einmal Finance Readiness im Rahmen der Digitalisierung um 9.30 Uhr. Das ist der Nachholtermin vom 31.01. Und dann um 11 Uhr mit dem Thema assoziative Datenanalyse mit Klick. Die Woche drauf am 28.02. mit dem Thema User-Centered Design. Sie haben, wie gesagt, jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen über SlideShare und auch als Videomitschnitt bei YouTube. Sie finden auch gerne weitere spannende Videos zu diesem oder auch zu anderen Fachthemen auf unserem MHP Deep Dive Kanal. Also gerne einfach mal durchklicken und anschauen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich auf den nächsten Deep Dive mit Ihnen. Bis bald.